Guten Tag und herzlich willkommen zu Part 2 von Super Mario Maker 2. Heute spielen wir endlich mal den Online-Modus. Endlich mal, weil ich den noch nicht gespielt habe. Und ich wirklich heiß darauf bin, endlich richtig nice Level von den talentiertesten Baumeistern. Von talentiertesten Baumeistern zu spielen. Also, ich denke, wir werden erst in die Rangliste reinschauen. Und zwar bei... Mensch, was ist das denn? Vielversprechend. Also, ich kenne das System schon. Aber das sieht nicht... Moment. Was? Und der Baumeister erhält eine... Ja, pff, wen juckt's? Egal. Und dieses Level sieht nicht vielversprechend aus. Wirklich nicht. Also, das sieht eher nach Gegnergespammer aus. Oh mein Gott. Mensch, was ist das denn? Hallo? Okay. Was war das denn für ein Abfall? Nein. Sorry, aber Ja, das ist wenigstens ein Speedrun gewesen, ne? Aber dafür das Unterhemd erhalten, na, alles klar. Ja, das ist wenigstens ein Speedrun gewesen, okay, aber das war ja absoluter Bullshit. A very normal level. Vom Deutschen. Okay. Das muss dann ja was Gutes sein eigentlich. Die deutsche Qualität hat mich noch nie... enttäuscht. Sorry für den weirden Sound, aber die Tür ist gerade... die Tür ist gerade von alleine offen gegangen. Was meine Katze war, wie man sich schon hätte denken können. Aber es war trotzdem sehr komisch. Einfach mal die Tür von alleine aufgeht. Nein! Oh mein Gott, wie peinlich. Ach so. Hallo? Okay. Oh Mann, ey. Kein Level, bei dem man großartig failen muss. Aber egal. Passiert. So, aber ich denke, wir gehen jetzt mal aus... Ach komm, ich bewerte mal nicht. Es war jetzt nicht schlecht, aber auch nicht gut. So. Ich denke, wir gehen jetzt mal aus vielversprechend raus. Und zocken mal die Level aus beliebt. Cooper Shell Grand Prix. Ich glaube, das kenne ich sogar. Ah, mal schauen. Mal schauen. Also ich habe natürlich Videos über das Spiel gesehen. Nicht, dass da jetzt irgendwie Unklarheiten entstehen. Aber ich habe es noch nicht gespielt. Warte. Warte, warte, warte. Okay. Let's go. Race 1. Let's go. Okay, hier muss man anscheinend schneller sein als der Cooper-Panzer. Was irgendwie klar war. Ich meine, das hat man direkt gesehen. Aber nices Konzept. Race 2.
Ich weiß doch nicht, was das soll. Nee, keine Ahnung. Ich meine, hier gibt es keinen Checkpoint oder so, das heißt, man wird so oder so da durchkommen. Aber nice Konzept. Mal schauen, ob das hinterher auch irgendwie schwieriger wird, weil gerade ist es noch relativ einfach, wie ich finde. Und jetzt failen, das wär's. Race 3. Ah, jetzt gibt's einen Checkpoint. Okay, jetzt macht der sogar tatsächlich Sinn. Der On-Off-Block. Oh, Scrolling. Aber ich meine, wie schwer kann das schon sein? Weil ich meine, man wird ja sowieso von dem Scrolling eingeholt. Oh mein Gott! Okay, das war aber doch dann ziemlich knapp. 50er Coin. Kann man hier durch? Nein. Und diese Goldfontänen. Ja, natürlich. Müssen sein beim ersten Platz. Nicer Level. Kriegt auf jeden Fall ein Like. Jetzt hätte ich fast Bo gedrückt. Das wär's. Aber ich find's schade, dass man das nicht mehr ändern kann. Du hast zum ersten Mal ein Herz vergeben. Ach so, yo, stimmt. Journey Below. Das hört sich auch sehr interessant an, aber catcht mich jetzt nicht wirklich. Gerudo Valley. Zelda Level with Seesaw Mechanics, a Boss and Gerudo Valley Music? Oh mein Gott. Die Musik ist so verdammt gut. Auch von, hier, wie heißt er? Non Like Joshua. Die Musik ist auch mega nice. Hä? Wo ist denn die Musik? Das ist ja nur die Standard-Wüstenmusik von dem Level. Okay, irgendwas verstehe ich gerade hier anscheinend nicht. Ach so, man kann hierher. Ich dachte, das... Nein, ich dachte, das wäre hier abgetrennt. Okay, ja. Klar. Goldkonfetti. Okay. Nice. Ach so. Ach so. Ah. Oh. Ich sehe schon, was man hier machen muss. Als ob. Na komm. Na komm. Ah, jawohl. Boah, ist aber schwer zu timen. Das Dingen. Okay, das muss da rauf. Und einfach runter. Ah, okay. Das war's dann schon anscheinend. Wie gönnen wir uns noch die Münzen? Und geht's weiter. Hä? P-Switch. Ah. Ah ja, okay. Na gut. Anscheinend muss man einfach nur diese Hebel hier immer betätigen. Ich dachte, da wäre noch ein etwas größerer... Ach so. Etwas größerer Rätselaspekt dabei, dass man das in einer bestimmten Reihenfolge machen muss. Wie kommt man jetzt... Ach so, hier. Ja, klar. Nice. Ja gut. Ich meine, ist ein nicer Level, aber relativ easy, wie ich finde. Okay, hier kann man rüber.
Sonst könnte man dann nicht rüber. Obviously. Ja, gut. Hat nice Ideen und so, ist aber relativ Standard, weil, wie gesagt, es gibt halt nicht wirklich einen Rätselaspekt oder so. Man muss einfach nur diese Hebel betätigen. Mehr nicht. Könnte man... Werden die automatisch da hochgeschleudert oder... Müssen sie ja. Ich meine, man könnte sonst auch hierher jumpen. Also das ist dann auch wieder fragwürdig, wie genau das ein Rätsel sein soll, sagen wir mal. Ach Quatsch, ich bin ja auch dumm. So. Natürlich. Wie ist denn das jetzt? Gibt's erst am Ende dann die Gerudo Valley Musik oder? Ach cool. Ist wie in so einem Flipper. Hier muss man anscheinend einfach nur stehen bleiben. Ah nee, ist doch nicht so einfach. Ich das gedacht habe. Na komm. Oh, Junge. So. Ah, ja, noch einmal anscheinend. Und jetzt. Jawohl, da war ein Schlüssel. Nice. Ich glaube, es gibt noch so ein Pinball-Level, wo genau dasselbe System verwendet wird. Und hier ist anscheinend der versprochene Bossfight. Okay. Ja gut. Hat im ersten Moment tatsächlich krasser gewirkt, als es ist. Na komm, mach. Oh nein. Jetzt wär's aber peinlich zu... Nein! Ich wollte es gerade sagen. Ach komm schon. Also ich glaube, hier ist der Trick auch einfach nur auf einer Seite zu bleiben, aber es wäre ja lame. Einfach ein bisschen besser aufpassen und funktioniert das schon. Oh come on. Aber gerade Pech damit, ne? Im Timing. So, jetzt haben wir es aber. Hier gönnen wir uns jetzt nochmal die Coins. Jawoll. Run. Ah, jetzt gibt's Gerudo Valley. Cool. Also zum... Ah, GG, habt ihr gesehen? Am Rand. Rechts. Rechts mit Notenblöcken. Also das finde ich tatsächlich cool, dass man ganz am Ende dann mit der Musik belohnt wird. 2 Minuten 24, alles klar. Ich würde tatsächlich gern mal ein Automatik-Level machen. Ist das hier ein Automatik-Level? Automatic-Level, ja. Hier ist eins. Automatic-Switch werden wir aber gleich auch noch machen. So, da würde mich noch interessieren, was genau das für ein Level ist. Ah, yo, mit den neuen Elementen. Auch nice. Was man sich da auch noch alles einfallen lassen kann. Mit den neuen Elementen.
Da werde ich auf jeden Fall noch gespannt drauf schauen, was es noch geben wird. Hätte es das in so einem offiziellen Titel gegeben. Einfach so, ja, don't move. Auf die Sekunde genau. Krass. Oh, nice. Sogar mit mega nicem Abschluss. Warte mal. Aber da hat jetzt jemand geskillt und 9 Sekunden gespart, oder was? Ah! Das wird mich interessieren, ob ich das jetzt schaffe. Weil ich glaube, da kann man sogar abkürzen direkt. Auch nice, dass ich hier immer wieder das Timing hinkriege. Ah nein, das habe ich denn verloren. Nein! Oh mein Gott! Okay, nochmal. Probier's jetzt noch einmal, aber dann machen wir auch weiter. Na, wobei, vielleicht zweimal. Ah, jetzt habe ich... Nein. Jetzt habe ich den Helm nicht. Ah, ich glaube, jetzt kann ich es nicht mehr schaffen. Okay, noch einmal. Noch einmal. Ich glaube, man kann auch da auf diesem Block zwischenlanden. Dem Dreierblock. Okay, jetzt habe ich ihn. Nein! Ich trottel! Oh mein Gott! Man könnte da bestimmt easy rauf mit dem Helm. Oh, Moment. Fällt da gerade was ein? Komm. Komm, Junge. Nein! Ah. Ja, es geht bestimmt so. Ist ein nicer Automatik-Level, aber wenn ich demnächst nochmal einen sehen sollte, dann muss da auf jeden Fall mehr kommen. Also wenn man so an die Automatik-Level von dem ersten Teil denkt, die waren nochmal um einiges krasser. Super Mario Bros. 3's Lost Level. Okay. So Lost Levels mäßig, dass es halt besonders schwer ist, oder Autoscrolling, okay. Da oben noch ein Item. Nee, aber da kann man später her, denke ich. Oh, Bowser. Ah, ja. Wie in einem vorherigen Bosskampf. Ah, tschüss. Man muss Bowser noch nicht mal dazu bringen, sich darunter zu stürzen. Serious? Ich gehe dann einfach mal, würde ich sagen. Ja. Clever, mein Freund, clever.
Woher war das nochmal? War es diese magische Flöte? Ah, ich weiß es nicht mehr. Ich werde es jetzt einblenden. Würde mich aber auch mal interessieren, was genau das für ein Sound war. Der Level ist weird. Also ich weiß nicht, was ich von dem halten soll. Autoscrolling, okay. Ah, gib mir die. Nein. Ach komm. Also das Treffen lassen war jetzt, ich sag jetzt mal nicht beabsichtigt, aber ich hab's hingenommen, weil so ein Dreck. Weil ich wollte die Blume haben. Und ich dachte mir, okay, es ist vollkommen egal, ob ich mich jetzt treffen lasse oder nicht. Ach man. Das war aber auch knapp. Also nochmal failen möchte ich dann jetzt aber nicht. Das wäre mir dann schon ziemlich peinlich. Nein. Ach, man kann da direkt runterspringen. Ist es dann ernst? Ach komm, Alter. Was soll das denn? Oh mein Gott, da ist ein unsichtbarer Block. Nein, nein. So. Schön safe rüber. Okay. Ist das ein Fernseher oder? Weirder Level. Wirklich komplett weird. Wäre man da gestorben, ne? Ich wäre so ausgerastet. Mario Galaxy Musik? Warum? Warum Mario Galaxy Musik? Ach so. Ah, Moment. So. Apropos Mario Galaxy. Ich freue mich schon auf den dritten Teil. Also, ich würde mich auf den dritten Teil freuen. Ich habe mega Bock. Ich meine, es ist ja jetzt auch ein bisschen länger her, dass seitdem der zweite rausgekommen ist. Also den würde ich dann auf jeden Fall auch noch let's playen. Ja, war ein nicer Level. War ziemlich weird, aber war ganz okay, denke ich. Aber bisher sind da tatsächlich noch nicht so krasse Level in der in dieser Bleep-Liste. Aber dafür ist es wenigstens abwechslungsreich, weil im ersten Teil war es ja, glaube ich, so, dass das nie wirklich aktualisiert wurde und jetzt ist es so, dass wöchentlich neue Level drin stehen. Glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, so ist das. Ist auf jeden Fall nice. Oder monatlich? Weil so viel kann doch ein Level eigentlich gar nicht gezockt werden in so einer kurzen Zeit. Naja. Müssen wir mal in der Woche nochmal schauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr demnächst auch wieder dabei seid. Und bis dann. Ciao.